Heute im Talk bei Remastered. Wir fragen uns, was Rollenspiele sind. Wie definieren wir dieses Genre? Welche Spiele zählen wir dazu und welche nicht? Erledigt. Und warum überhaupt? Diesmal mit dabei sind Alex, Max, Johannes und meine Wenigkeit, der Jan. Viel Spaß! Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Remaster Talks. Live aus dem Benno-Haus mit Max, Alex, Johannes und mir, Jan. Heute in unserer ersten Ausgabe werden wir uns mit Rollenspielen beschäftigen. Ich will noch ganz kurz was dazu sagen. Alles, was wir hier erzählen, sind natürlich so unsere persönlichen Meinungen. Wir sind nicht allwissend, wir haben keine Ahnung teilweise, was wir so erzählen werden. Also die hunderttausend Zuschauer da draußen, die uns angucken werden, haltet euch zurück. Schickt uns viele Likes, Comments und Subscribes und dann sind wir sehr zufrieden. Schreibt es in die Kommentare. Genau. Rollenspiele, ihr habt es ja schon im Intro so ein bisschen gesehen, gibt es irgendwie ganz viele. Wir haben uns hier im Benno-Haus auch schon ganz häufig drüber unterhalten, was Rollenspiele überhaupt sind in Bezug auf Videospiele. Das ist eigentlich ein ziemlich großes Problem, haben wir festgestellt, yes. Weil wir uns irgendwie nie einigen konnten. Und einer der Auslöser für unsere heutige Sendung ist tatsächlich eine große Debatte zwischen Alex und mir. Alex als großer Dark Souls-Veteran sagte mir eines Tages, ja, Dark Souls ist ja ein RPG. Und ich habe in meiner Ignoranz immer angenommen, ich habe nie darüber nachgedacht, für mich war Dark Souls irgendwie immer ein Action-Adventure. Und ja, deswegen würde mich tatsächlich interessieren, Alex, um darüber vielleicht einen Einstieg zu finden, wieso ist Dark Souls ein RPG? Ja, also ich muss sagen, Dark Souls, die Masse sieht Dark Souls auch als RPG. Wenn du jetzt Dark Souls auf Wikipedia eintippst, steht da. Ja, das habe ich auch, RPG, ne? Genau, Action-RPG, ja. Genau. Ich weiß, dass du sehr gerne Mass Effect spielst und BioWare auch sehr feierst. Vielleicht Mass Effect 3 jetzt nicht, aber 1 und 2, bis es dann zum Ende von Mass Effect 3 kam. Und ich denke mal, RPGs sind bei dir eher wirklich dann Story-driven, mehr oder weniger. Dass man auch einen Charakter hat, der sich auch in der Story weiterentwickelt. Das ist für mich aber auch keine Voraussetzung für RPGs. Ich finde, Dark Souls an sich... Ja, was? Dark Souls an sich, Dark Souls, du hast einen Charakter, du hast die klassische Charaktererstellung, du fängst ganz blank an. Dark Souls Story ist jetzt ja nicht so, also dir sagt niemand hier eine Quest, geh dahin und fighte den super Dämon-Boss. Mhm. Das sagt dir niemand, aber du machst es trotzdem. Du weißt nicht, warum du es machst, aber trotzdem gehst du da auf deinen Charakter ein. Und erstellst dir, wie du es willst, deinen Charakter und hast ganz viele Stats und so und du hast dein Schwert, was du dir aufgebaut hast, plus 5 Dagger auf was auch immer und so weiter. Das ist für mich halt sehr wichtig beim RPG, dass man sich selbst und seinen Charakter levelt, besser macht, anpasst und so weiter. Also das ist für mich eindeutig ein RPG. Ist dann Sims für dich auch ein RPG? Dann machst du was ähnlich, würde ich sagen. Er wird zwar nicht besser, aber ich denke mal, das ist ein legitimes Argument, Alex. Aber ich würde dir auch unterstützen oder würde dir Unterstützung unter die Arme greifen und sagen, nur weil keine Story da ist, heißt es nicht, dass es keine RPG ist. Zumal es ist ja eine Story da. Eine sehr kryptische. Die also, ist ja, aber super immer, deep, da kann man eine Stunde drüber YouTube machen. Wir können ja immer Dark Souls reingucken. Es gibt da jetzt auch gerade ein neues Spiel, aber darüber spreche ich. Wir können ja immer Dark Souls reingucken. Genau. Ja, wir sehen jetzt in dem Ausschnitt natürlich, wie tief die Story geht. Absolut. Heiltrank, du hast ein Lifebar, das hast du bei Sims nicht. Du hast Stamina, du hast bestimmte Stats und so, du hast Gegner. Du ziehst Leuten Sachen ab und du bestimmst, wie viel du ihn abziehst, mit welchen Schwertern du es machst. Und du hast ein Schild, das hast du dir selber. Okay, das sehe ich alles ein. Das haben wir jetzt nicht dabei, aber wir könnten jetzt direkt Aufnahmen von Zelda dazwischen legen oder daneben legen und jeder Zelda-Teil sieht ungefähr genauso aus. Warum ist Zelda dann das Paradebeispiel für ein Action-Adventure und nach deiner Definition dann kein RPG? Ich finde, Zelda ist, Zelda. Ich finde, bei Zelda hast du nicht so wirklich, du spielst Link in Zelda. Na? Du kannst einen ganz bestimmten Charakter, du kriegst bestimmte Items zu einer bestimmten Zeit, du kannst dir nicht sagen, okay, entscheide dich jetzt zwischen dem Bogen oder dem was hat denn Zelda da so? Aber kann man doch. Ja, kann man, theoretisch ja. Aber den Bogen kriegst du erst nach einem bestimmten Tempel. Aber in Dark Souls hast du doch auch nicht alle Waffen sofort. Du musst erst ein bisschen spielen und ja, dann hast du vielleicht irgendwann Kohle. Du kannst dich am Anfang entscheiden, ob du einen Dagger haben willst oder ob du eher ranged bist oder ob du ein Mage bist oder so. Bei Zelda bist du immer Link, du hast dein Schwert und
Okay, dann verschiebt sich halt der Zeitpunkt, ab dem du dich entscheiden kannst. Das ist aber doch egal. Du kannst ja trotzdem ab einem späteren Zeitpunkt im Spiel sagen, ich will den Gegner jetzt mit dem Bogen töten oder ich nehme das große Biggeron-Schwert oder ich nehme mein Master-Schwert oder was auch immer. Es ist im kleineren Rahmen. Ich kann auch meine Herzcontainer aufleveln, ich kann meine Magieleiste erweitern, das ist doch auch Stats. Das geht ja zum Beispiel bei den neuen Tomb Raider-Teilen auch. Ja. Das ist aber auch kein RPG. Ein RPG hat für mich ein bisschen mehr Tiefe im Sinne von Charakter-Development, dass du wirklich... Dann das ist die Frage, ob es da eine Schwelle gibt. Ob es da wirklich eine Schwelle gibt, wo man sagt, okay, jetzt ist es ein RPG und jetzt ist es halt keins mehr, weil irgendwie ein bestimmter Aspekt fehlt. Oder es ist die Fülle an Aspekten oder so. Sind denn dann all die Spiele, nehmen wir mal zum Beispiel Final Fantasy. Du spielst, wir haben jetzt Final Fantasy 7 als Beispiel dabei. Du spielst halt Cloud Max Drive. Und es geht wirklich nur darum, seine Story und die Geschichte der dortigen Welt zu erleben. Du kannst ja an der Story überhaupt nichts ändern. Mhm. Du spielst diesen Charakter und du bist trotzdem nicht er. Und trotzdem würde natürlich jeder sagen, Final Fantasy ist halt ein Paradebeispiel für ein Rollenspiel, natürlich für ein JRPG in dem Fall, aber es ist trotzdem ein Rollenspiel. Wieso gilt es da, so eine lineare Story, aber nicht bei Zelda? Tja. Viele würden ja auch sagen, dass Random Encounter und rundenbasiertes Spielen eher an Rollenspiele gebunden ist und was man bei Zelda sieht, also Echtzeitkämpfe, nicht mit Rollenspielen vereinbar sind. Wenn ich an Zelda denke, denke ich auch nicht direkt an Rollenspiele, denke auch aber nur an Action-Adventure, weil das irgendwann mal so irgendwo stand und ich es übernommen habe. Ich würde aber genauso gut sagen, vor dem Hintergrund, dass ich jetzt schon Breath of the Wild gespielt habe und weiß, dass das da ganz anders ist mit den Waffen. Du findest jede Menge Waffen, es gibt ein voll Waffen. Ich weiß nicht, es sind 100 Stück mit Sicherheit. Und auch verschiedene Klamotten, die du anziehen kannst, hast du bei Zelda aber genauso gut. Du hast ab und zu mal deine Wasser, die dich wasserresistent macht oder die im Wasser schneller schwimmen kannst, die dich feuerresistent macht und die dich gegen Eis schützt und all so ein Kram. Dann ist, also ich habe Breath of the Wild jetzt nicht gespielt, aber dann ist es für mich, wie du es jetzt erzählst, auf jeden Fall ein Rollenspiel. Wenn es wirklich diese ganzen Resistenzen gibt, wenn du wirklich Stats, also Stats sind für mich wichtig, Stats sind für mich ausschlaggebend. Die gibt es bei Final Fantasy zum Beispiel ja auch. Dass du wirklich entscheiden kannst, okay, dieser Heiltrank hat 75 HP oder so und dann kannst du dir das irgendwie auffüllen oder bessere Heiltränke finden oder so. Hast du bei Zelda zum Beispiel nicht. Natürlich, du hast bei Ocarina of Time findest du halt Herzen und du weißt genau, wie Zelda deine Leiste auffüllen. Und du kannst auch Feen mitnehmen, die lade ich dann wieder auf. Ja, aber also zum Beispiel bei Final Fantasy gibt es ja so eine Art Klassensystem und bei Dark Souls würde ich jetzt nicht sagen, dass es feste Klassen gibt, aber da gibt es zumindest dieses typische Prinzip von Thief, Warrior, Mage oder irgendwas ähnliches und sowas. Und bei Zelda bist du halt, du bist Link. Und du hast halt deine geilen Sachen, die du alle benutzen kannst, aber du bist halt, du bist irgendwie so eine Omni-Klasse, die alles kann. Wo du gerade von Klassen sprichst, wo kommt das überhaupt her? Gab es Pen-and-Paper-Spiele vor Rollenspielen? Ist es deswegen entstanden? Das ist das klassische Rollenspiel, würde ich sagen. So ein, einer ist der Meister und spricht den anderen die Geschichte vor und alle gehen auf ihrem Weg, treffen bestimmte Monster und killen sie und werden dadurch stärker oder schwächer. Ja, ja. Das ist der Ursprung. Ne? Der Begriff Rollenspiel kommt aus dem Tabletop- oder Pen-and-Paper-Bereich und wurde dann eben, als damals dann die Spiele im Prinzip nachgebaut wurden und du hast ja vorhin gesagt, im Prinzip digitalisiert wurden in unserem intensiven Vorgespräch, da wurde das dann eben erstmal übernommen. Das waren dann halt die CRPGs, die Computerrollenspiele. Ne? Das waren dann am Anfang, gab es ja auch noch sogar Dungeon Crawler, so als eigenes Genre sozusagen. Aber als dann so Sachen aufkamen, vor allem hier in Europa, sowas wie die Schwarze Auge-Spiele und so, das war im Prinzip das ganze Dungeons & Dragons Würfelprinzip eben auf den Computer verfrachtet. Ne? Und da kam der Begriff her und hat sich dann eben verselbstständigt für viele Gattungen von Spielen. Ja. Heißt denn Rollenspiel direkt, dass man auch eine Rolle spielt? Jetzt zum Beispiel wie bei jetzt berühmte Commander Shepard oder so oder Link, was jetzt für mich auch kein Rollenspiel ist, warum auch immer. Oder halt zum Beispiel bei Witcher, wo man halt ganz eindeutig jemanden spielt, Geralt von Rivia. Nein, er heißt Geraldo of Rivia. Rivia. Und da spielt man halt ganz eindeutig einen Charakter, auch eindeutige Charakterzüge, und die man dann wirklich so erkennt. Er ist halt ein bisschen arrogant, er ist trotzdem irgendwie ganz kalt, und aber irgendwie auch herzvoll und naja, aber keine Ahnung, ne? Es ist ja gleichzeitig ein Element des Spiels, dass du, wie genau diese Charakterzüge sich zeigen, halt mitentscheiden kannst. Also beispielsweise wie bei Mass Effect, dass du sagst, du rastest sie entweder aus oder du löst die ganze Sache ganz lieb. Ja,
Also das ist für mich eher immer so ein Rollenspiel-Element, das sich in sehr vielen Spielen mittlerweile irgendwie wiedergefunden hat. Aber so, aber an sich finde ich, ist das meistens ein sicheres Indiz dafür, dass es ein Rollenspiel oder zumindest starke Elemente davon enthält. Genau, das kann man ja auch mal so ein bisschen quasi auf eine höhere Ebene ziehen, auch wieder historisch betrachtet. Klar, es gab dann eben die West-RPGs auf der einen Seite, wo halt so C&C, also Choices and Consequences, ganz oben standen, weswegen ja auch viele Witcher dann als Rollenspiel definieren, weil du eben, klar, die Geschichte ist vorgeschrieben. Es ist klar, am Ende schafft es Geralt. Und ich will jetzt nicht zu sehr spoilern, aber er kann es eben schaffen auf eine gute Weise, oder es kann natürlich auch was Großes schief gehen. Aber die Geschichte hat natürlich trotzdem ein fertiges Ende. So, ja, wenn ist das Spiel schaffen vorbei kann und man es eine Chance gibt, wo man den Endboss nicht sieht, dann ist es auch ein Kackspiel. Also, ja, genau. Aber du hast Dark Souls, ja. Aber, was? Nein, aber du hast halt, aber du kannst den Weg dahin halt beeinflussen. Das ist ja so das Entscheidende. Du kannst verschiedene Wege wählen, um Lösungen zu finden für Rätsel oder eben auch um Entscheidungen zu treffen und die Welt zu beeinflussen. Und auf der anderen Seite hast du dann eben die JRPGs, die ja früher in Japan gab es jetzt nicht unbedingt nur solche Sachen, aber eben mit Dragon Quest und Final Fantasy so eine ganz eigene Reihe entwickelt haben, wo dann plötzlich die Story so im Vordergrund stand. Und das hat halt, ich glaube, damals hat einfach ein besserer Begriff gefehlt für ganz storylastige oder handlungslastige Spiele, wo man nur die Handlung miterlebt. Also so eine Art, ja, so eine Art Graphic Novel, wo du halt noch zwischendurch Random Encounter hast oder mal ein bisschen kämpfen kannst, so nach Motto. Das waren so die beiden Genres. Ne? Und da hat sich das Ganze dann so ein bisschen gesplittet. Und dann angefangen zu überschneiden im Laufe der Jahre. Du bist jetzt von den JRPGs, die Story haben. Von den JRPGs, die halt eben dieses Merkmal einer linearen Geschichte haben, wo du natürlich innerhalb der Welt dich auch mal hin und her bewegen kannst und deine, weiß ich nicht, irgendwelche super geheimen Gegner findest, aber die Story an sich ist vorgefertigt. Du hast teilweise stundenlange Filmsequenzen oder Anime-Sequenzen, das ist ja auch noch mit diesem Stil verbunden. Und ja, du folgst aber nur mal der Geschichte. Ja, auf jeden Fall, klar. Und bei Witcher hat sich das natürlich so ein bisschen, auch bei Mass Effect, haben die sich dann dieses Element ja geholt. Es ist ja trotzdem so eine vorgefertigte Welt, eine Geschichte, die ja auch irgendwie linear abläuft, so nach dem Motto. Klar, du kannst dich entscheiden, das und das und das vielleicht dann zu erleben, aber es muss halt passieren. Ja. Und das ist halt nochmal noch ein ganz krasser Unterschied zu dem, was Rollenspiele ja sonst eigentlich ausmacht, gerade so bei Pen and Paper. Du kannst ja machen, was du willst. Klar, sicher. Und das geht natürlich in einem Spiel nicht. Wie bei Skyrim oder so. Oh, du kannst, ne? No Man's Sky hat es versucht, ne? Aber man sieht ja, was es... No Man's Sky ist aber auch kein Rollenspiel. Ja, aber sie haben es ja zumindest versucht, eine Welt der grenzenlosen Möglichkeiten, das haben zumindest ja einige gedacht, ich dass es das sein Beispiel könnte. Skyrim dafür oder so, ne? Du kannst ja theoretisch aus deinem Dungeon rauskommen und machen, was du willst. Genau, das ist so, ne? Du kannst rumlaufen, jeden umbringen, wenn du Bock hast, das ist... Rollenspiel. Wie bei GTA. Also. Ja, aber immer noch in dem Rahmen des jeweiligen Settings. Skyrim ist in einem mittelalterlichen Setting mit Drachen und Zauberern und all sowas. Und ich kann jetzt nicht zum Beispiel sagen, okay, ich steige jetzt in mein Raumschiff und fliege los und möchte jetzt zum Beispiel Skyrim mit No Man's Sky verbinden. Möchte dann einfach losfliegen und da jetzt meine Raumschiffslachen machen. Dann fliege ich aber zurück in meine Traumwelt und spiele Animal Crossing, wie auch immer es dann heißt. Ich glaube, der Anspruch ist für jeden Spielemacher da, aber unmöglich zu erreichen und vielleicht auch gar nicht mal so nötig generell. Ich mag es gerne, wenn ich einzelne Spiele habe und nicht das in der Zukunft das riesengroße Spiel, was alle spielen, alle online sind und dieses Monsterspiel für alle zugänglich ist und sich darin verlieren. Also für mich wäre das, glaube ich, nichts. Ja, obwohl Skyrim hat ja auch seine Grenzen, ne? Also ich habe Skyrim nicht gespielt, ich kenne den Kniewitz. Nicht ein Kniewitz. Ja. Irgendwas mit einem Pfeil im Knie und alle singen darüber und es gibt tausende von Videos darüber. Willkommen zu 2011, ja. Ja, ich meine, willkommen zurück, meinst du? Wann ist das Spiel rausgekommen? Letzten Endes, klar, jedes Videospiel muss ja begrenzt sein. Selbst No Man's Sky ist ja begrenzt. Du kannst ja... Also, man muss sich jetzt... Ich habe das Gefühl, du reitest da ein bisschen drauf. Nein, also ich meine, klar, du kannst ja einfach vom Planeten losfliegen und warten, bis dein PC abstürzt, aber es ist so. Ich habe es jetzt auch nicht selbst gespielt. Ich bin ein uninformierter YouTube-Brandmann. So. Aber bei Pen and Paper hast du natürlich die Option, zumindest soweit die Fantasie des Meisters oder des Game Masters in dem Fall reichen, sind der Spielwelt keine Grenzen gesetzt. Ja, trotzdem kannst du nicht sagen, irgendwie jetzt in der Fantasy-Welt, okay, jetzt werfe ich eine Nuke oder so, wie bei Fallout. Ja, wenn man sich darauf einigt in der Gruppe. Also wenn jemand Spaß an sowas hat, das ist ja eine Frage des Spaßes. Und natürlich ist unsere Fantasie unbegrenzt. Aber ein Computerspiel muss einer Vision folgen und es muss Limitierungen haben. Sonst, das ist ja die Definition eines vorgefertigten Spiels. Das geht nicht anders. Ja, wie war das doch gleich? Limitierung schafft Kreativität.
Hat mal ein großer Mann gesagt. Wirklich? Wer ist der große Mann? Ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht war es ein gewisser Herr Laie. Ich bin mir nicht ganz sicher. Sagen wir unsere Nachnamen? Jetzt schon anscheinend. Okay. Geheim. Die Fans wissen die. Das ist Herr Laie. Gut. Man kann ja, ich kann es ja vielleicht mal sagen, ich habe dich jetzt am Anfang ja so provokant gefragt, Dark Souls Action-Adventure, warum ist Zelda das nicht? Für mich ist Zelda übrigens auch eigentlich ein Action-Adventure. Ja, ja, liegt, ja. Ich hab natürlich jetzt vorab echt nochmal so ein bisschen reingelesen und geguckt, wie würde ich Action-Adventure definieren? Vielleicht könnt ihr ja mal kurz sagen, weil das liegt ja so nah beieinander, diese Action-RPG-Games aus den letzten Jahrzehnten und Action-Adventure, da ist ja so viel Überschneidung. Wie würdet ihr Action-Adventure definieren für euch, ohne jetzt wie ich eben mal bei Wiki zu gucken, was da irgendjemand mal geschrieben hat? Also ich spiele momentan Rise of the Tomb Raider. Und das ist für mich ein Action-Adventure auf jeden Fall. Es ist aber sehr, sehr, sehr nah dran an einem RPG. Aber es ist irgendwie trotzdem so, bei Rise of the Tomb Raider jedenfalls, du hast deine kleinen Abschnitte, die auch Open World sind. Und das ganze Spiel ist auch Open World. Du kannst hin und her wechseln. Aber trotzdem folgst du einen linearen Weg. Sprich, das ist jetzt bei Breath of the Wild ein bisschen fies, weil das ja auch ein Open-World-Spiel ist. Und ich würde ja. Wir können das ja auch erstmal ausklammern, ja, weil das ja auch wirklich ein Neubeginn für Zelda bedeutet. Ja, eben, das ist auch ganz anders. Aber du folgst einen ganz linearen Weg, eine ganz lineare Story. Zwischendurch kommen Cutscenes und dann geht das Spiel weiter. Du bist in einem neuen Ort, du gehst weiter. Deine Waffen, du kannst nicht entscheiden, ob jetzt sie jetzt irgendwie einen Bogen hat und diesen komischen Hammer da oder was auch immer das ist, ne? Du kannst halt nur diese Gegenstände aufwerten. Du kannst sagen, okay, dein Tomb Raider Bogen, und du hast nur diesen Tomb Raider Bogen und nur den kannst du aufwerten. Das ist zwar ein RPG-Element, aber du kannst nicht sagen, ich hätte jetzt bitte einen ganz anderen Bogen, und zwar den Bow of Blabla, der hat 5 Damage und Attack Speed von so und so, sondern es ist halt irgendwie drin. Aber für mich ist es dieses Lineare, dieses Schlauchartige. Okay, also das ist für dich, okay, das ist wirklich, dass du nicht die Möglichkeit hast, jederzeit überall hinzugehen. Genau, und das ist bei Zelda ein Stück weit auch so. Du hast zwar deine Hyrule-Welt, aber wenn du mal wirklich in einem Tempel bist, dann bist du in einem Tempel. Die Frage zu Rise of the Tomb Raider, hast du denn da die Möglichkeit? Man ist immer da, wo man ist, ja, aber. Alec, hast du denn dabei Tomb Raider die Möglichkeit, eine Nebenquest zu machen, anstatt deiner Hauptquest nachzugehen? Weil das würde das ja auch wieder unterstreichen mit Open World, ich kann machen, was ich möchte. Ja, die haben versucht, da Nebenquests reinzupacken, aber die sind Quatsch, wirklich. Mhm. Eigentlich hast du wirklich nur deine einzelne Hauptquest drin. Also du hast irgendwie so, sammel jetzt in dieser Dings, irgendwie gibt es ein Optional Tomb, dann gibt es da 5 Sachen, die man sammeln kann in einem Ort, aber das war's dann. Das sind halt irgendwie so Collectibles, ne? Mhm. Ja, vielleicht können wir erstmal, genau, ich würde dich nämlich gleich noch kurz fragen, aber ich würde diesen Open-World-Aspekt vielleicht kurz hinten anstellen. Genau. Weil das finde ich jetzt auch wieder spannend, dass du das reinbringst als ein definierendes Merkmal von Rollenspielen, was so als konstituierendes Merkmal irgendwie auch. Mhm. Weil da bin ich mir auch nicht so sicher, ob das wirklich so ist, immer. Aber vielleicht erstmal kurz. Sonst genau dazu, weil ich finde, das ist eher eine moderne Erscheinung, das Open-World. Ich finde, das ist, also meiner Meinung nach, im RPG ist es viel öfter das wichtige Element, dass man eine Entscheidung treffen muss und beziehungsweise eine Entscheidung trifft und die hat einfach Auswirkungen, und da ist es egal, ob es Open World ist oder nicht. Aber zurück zu dem Action-Adventure. Zum Beispiel Dark Souls ist für mich ein Action-Adventure, weil ja, da fange ich jetzt wieder was an. Ne? Ja, mach mal. Ich weiß nicht, für mich RPG hat immer dieses Element, dass Character Creation über die Stats hinaus einen Sinn für die Geschichte hat. Mhm. Oder für das Spiel. Und bei Dark Souls ist es halt, okay, du hast verschiedene Builds. Das sind für mich quasi das Skillsystem. Sozusagen ist RPG oder an RPG orientiert. Was fehlt halt, finde ich, in Dark Souls, kommen wir zu diesem Open World wieder zurück, quasi ein bisschen, du kannst dich entscheiden, okay, ich gehe erst da lang und dann da lang und da lang, aber im Endeffekt ist es, du hast bestimmte Fähigkeiten, bestimmte Items, die du sammeln kannst, die geben dir mehrere Möglichkeiten, du kannst halt viele verschiedene Sachen ausprobieren oder viele verschiedene Arten spielen. Aber das ist ja in dem Moment auch ein RPG dann, ne? Wenn du verschiedene Sachen ausprobieren kannst. Oder geht's? Nee, also um die Story? Das ist für mich irgendwie so, sagen wir mal so,
bist wie eine leere Hülle. Dark Souls. Okay. Du bist halt, der du halt bestimmte Fähigkeiten gibst, aber der Charakter an sich hat überhaupt keine Bedeutung für das Spiel. Ach so, für die Story an sich, für den Verlauf des Spiels. Ja, du kannst, okay, ja, du kannst in Dark Souls aber auch irgendwie den Spielverlauf, sage ich mal, nicht beeinflussen. Außer halt, abgesehen davon, dass du halt erst woanders hingehst und dann irgendwie was anderes machst. Ja, aber die Story an sich, also die Verhalten von anderen NPCs zum Beispiel oder von der Story an sich, dass sich die ändert, das hat bei Dark Souls es hat keine Auswirkung. Der Charakter hat keine Auswirkung auf die Story. Das ist der entscheidende Element für dich. Ja, aber an sich auf das Spiel halt irgendwie. Er hat keine Personality sozusagen. Okay, verstehe. Du könntest ihn als Mörderrollen spielen und alle NPCs umbringen. Das muss man Dark Souls ja zugute halten, das geht. Ja, das stimmt. Ja, aber das macht also, ja mit der Story nicht so viel. Ne? Ja, aber es ist ja das trotzdem. Das macht das Spiel ein bisschen schwerer teilweise, wegen diesem, wie heißt das, mit diesem Redeem-Kram. Ja, genau, aber, das kann sein, ja. Aber an sich. Ich würde vielleicht, hab's ja vorab nochmal mich ein bisschen eingelesen und da generell auch drüber nachgedacht, wenn man sich anguckt, was ja ursprünglich mal Adventure waren, die mit Telltale, Walking Dead und Game of Thrones, das ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, aber The Wolf Among Us. Ursprünglich? Nein, das ist jetzt gerade wieder da, wiedergekommen durch die Telltale Games, aber ursprünglich mit den Sierra Games, mit denen bin ich dann zum Beispiel aufgewachsen, den LucasArts Games. Monkey Island jetzt zum Beispiel. Monkey Island zum Beispiel oder eben Quest for Glory, King's Quest, der ganze Kram, womit man eben damals so gespielt hat. Klar, so Adventure war irgendwie deutlich. Ne? Du hast halt eine Welt, die kannst du erkunden und du musst halt Rätsel lösen und so kommst du halt weiter. Und alles ist ganz stark der Handlung ausgerichtet. Ja, ne? Und klar, ein Action-Adventure bringt halt diesen Action-Aspekt mit rein. Das ist ja irgendwie auch logisch und dementsprechend passt diese Definition eben so geil auf Zelda, ne? Weil das ja wirklich, du hast noch diese ganzen Rätsel und sowas dabei. Und deswegen, wo ich dann drüber nachgedacht habe, ist mir auch so bewusst geworden, klar, Dark Souls unterscheidet sich in der Hinsicht doch nochmal von diesem ursprünglichen Gedanken hinter Action-Adventure. Du hast ja gar keine Story mehr. Story? Also doch, aber eine Lore, weißt du? Genau, du hast diese Lore, aber du hast halt nicht diesen krassen Aspekt, also diesen Rätselaspekt, dieses Welterkunden ist doch mit dabei, aber wirklich Rätsel lösen und sowas. Und das war ja auch was Tomb Raider auch ausgemacht hat. Und was ja zum Beispiel auch Metroid Prime tatsächlich eher zu einem First-Person-Action-Adventure macht, als zu einem First-Person-Shooter in klassischer Hinsicht. Ja, das stimmt. Wolltest du was sagen? Ich hatte gerade einen Gedanken, aber der ist wieder weg. Das ist halt ganz traurig, ja. Ja. Was ich, glaube ich, aber so festgestellt habe oder so für mich entdeckt habe, ist tatsächlich die Erkenntnis, dass diese Genres einfach überhaupt nichts bringen. Es ist einfach. Nein, das ist vielleicht auch der Abschluss. Nein, aber es gab, was ich damit sagen möchte, ist tatsächlich, ich hab zum Beispiel bei mir, in meiner Steam-Bibliothek, ich mag es gern ordentlich, ne? Und ich hasse, dass die da nur so alphabetisch sortiert sind. Deswegen habe ich alle Spiele ein Genre zugeordnet mal, ne? Die können auch mehrere haben, das ist auch entscheidend. Und klar, manche Spiele, also die meisten Steam-Spiele in meiner Bibliothek kenne ich nicht. Und dann musst du halt nachgucken, was ist das für ein Spiel? Da habe ich die gegoogelt oder habe auf der Steam Storepage geguckt und auf der Steam Storepage können die ja getaggt werden, die Spiele, was da teilweise steht. Indie ist ja für viele ein eigenes Genre, wo ich mir immer gedacht habe, Ja, genau, aber es ist ein Genre. Wie kann sich ein Genre über die Art des Entwicklers, also über seinen Status definieren? Das ist doch Quatsch. Aber dann habe ich überlegt, wie kann First-Person-Shooter ein Genre sein? Weil das einzig definierende Merkmal vom First-Person-Shooter ist, dass du aus der Ego-Perspektive rumlaufen kannst und Leute abknallen kannst. Unter der Perspektive ist natürlich Borderlands ein FPS auch. Wäre auch Metroid Prime ein FPS, wäre auch Mass Effect ein FPS oder ein Third-Person-Shooter. Das ist irgendwie auch so einschränkend. Ich würde aber sagen, bei Rollenspielen FPS hast du eben die Definition, deswegen fand ich das so spannend, aus 1000 verschiedenen Parts, die du immer wieder anders kombinierst. Entweder Spielmechanik, sowas wie Open World oder rundenbasierte Kämpfe oder du hast eine krasse Handlung, was bei manchen Spielen ja anscheinend wichtig ist, bei Dark Souls aber scheißegal ist und trotzdem ist es ein Rollenspiel. Es ist halt irgendwie immer so eine Einzelentscheidung. Ja, du musst aber auch bedenken, dass jetzt die Videospiele, so wie wir sie kennen, sind seit ungefähr 30 Jahren wirklich als Spiel auch erkennbar. Wenn man jetzt Atari mal rausnimmt, was damals vielleicht für die Leute auch erkennbar war, da ist jetzt ein Klotz, der rennt da rum. Okay, das ist jetzt ein Marinesoldat, der ist auf seiner Mission. Aber da wir das erst so kurz haben, haben wir auch erst wenig Möglichkeiten, das greifbar zu machen und das auch einzuordnen. Und ich denke, je öfter und je mehr Spiele kommen, umso, wie du schon sagst, umso irrelevanter wird die Zuschreibung dieser Genres, lieber in der Musik oder in der Literatur selber auch.
Wir können ja vielleicht, das ist auch ganz spannend, vielleicht mal kurz auf System Shock gucken. Ich weiß, wer von euch hat das gespielt, System Shock 2? Ja, ich habe gespielt, ja. Ich habe jetzt da, wir haben jetzt hier nur die Szenen aus den ersten Sekunden des Spiels, deswegen ist ja jetzt nicht großartig was zu sehen. Ah ja, aber System Shock 2 war halt damals so das Game, was ja auch alles auf den Kopf gestellt hat. Ne? Du hattest damals halt ganz klar deine Shooter und sowas und plötzlich kommt da so ein Spiel, bringt krasse RPG-Elemente mit rein, Kampfsystem, du kannst deinen Charakter leveln und das hat alles zusammengepasst. Und das hat ja irgendwie auch gezeigt, es gab ja auch, wo ich noch kleiner war, da haben man sich auch oft auf dem Schulhof gestritten, welches Genre jetzt auch irgendwie, also so, ja, wie so ein Plattformer wie Mario ist ja voll kindisch, das macht doch gar keinen Spaß, spiel lieber FIFA und so. Und mittlerweile hast du auch Plattformer, wo du dich ein bisschen irgendwie noch statsmäßig verbessern kannst. Das ist echt krass geworden. Also ich muss sagen, nochmal zu den FPS. Ich finde, es gibt sehr, sehr selten wirklich First-Person-Shooter, die wirklich nur First-Person-Shooter sind. Die ersten First-Person-Shooter, die sind es. Zum Beispiel Doom. Doom ist, glaube ich, der erste wirklich volle FPS, der wirklich bekannt geworden ist. Und da ist es wirklich ja nur so, dass man rumläuft und auf Leute schießt. Und ich finde, immer mehr jetzt, bis auf Call of Duty vielleicht oder Battlefield, wo das wirklich immer noch der Fall ist, dass Shooter. Aber ich immer muss weiter. Call of Duty hat natürlich schon immer die besten Stories. Ja, die Geschichten, die das Leben schreibt. Aber beispielsweise jetzt Borderlands, das ist ein First-Person-Shooter, immer weiter RPG-Elemente hat. Das ist. Ich finde, das kann man sehr gut beobachten. Borderlands ist eigentlich so das Paradebeispiel dafür, dass fast alle FPS jetzt mittlerweile irgendwie RPG-Elemente drin haben. Irgendwie kann man seinen Charakter in irgendeiner Weise aufbauen. Auch Half-Life 3 wird das ja haben. Auch Half-Life 3 wird das haben, ja. Aber ich meine, das ist ja genauso bei Open World. Hat ja ursprünglich mal als eigenes Genre angefangen, ganz kurz. Und mittlerweile jedes größere Spiel, das berühmter wird, verwendet Open-World-Systeme. Auch einfach nur als Qualitätsmerkmal, auch wenn es vielleicht nicht gut eingebunden ist. Die Mitte der 2000er... Wie Mitte der 2000er, wo alles plötzlich einen Multiplayer hatte. Na, was manchmal gut gelaufen ist, manchmal hat das Spiel gerettet. Ist das mittlerweile nicht immer noch so? Leider ja. Oder wie jetzt in der Zeit, wo Spiele plötzlich gar kein Splitscreen mehr haben, weil alle online spielen und das ganze Soziale weggeht und die ganze Welt kaputt geht davon. Kein Lahmmodus. Splitscreen. Max wollte noch gerade, wir haben nicht eben. Ich hatte gerade nur bei Soziales gesagt, wenn bei, gerade durch Multiplayer im Teamspeak, hat sich für mich eine ganz andere soziale Komponente aufgetan. Denn ich habe Leute kennengelernt, die ich wahrscheinlich so nie kennengelernt hätte. Aus dem Ausland, aus dem Inland. Aber ich verstehe, was du meinst. Ja, es sind halt diese Zusammensitzen und Spielen, zum Beispiel irgendein Brawler oder was, gegeneinander spielen, ist eine ganz andere Sache. Und die Rivalität auch, gerade unter Freunden, ist auch eine gute Sozialisationsgeschichte. Aber wie gesagt, also diese Sache mit dem, ich kann nach Amerika, ich kann nach Neuseeland, ich kann nach China mit Leuten sprechen. Englisch macht's möglich. Das ist natürlich ganz geil, ja, das stimmt. Das ist ja aber auch deswegen wichtig, weil ja auch mit den MMOs ja auch nochmal so ein ganz eigenes RPG-Genre aufgekommen ist. Also ist ja eigentlich auch uralt so. Du hattest ja früher schon deine MUD-Spiele und so mit gemeinsamen Server und du gehst gemeinsam durch die Dungeons oder nutzt die gleiche Welt. Aber so mit World of Warcraft, so als dem Mainstream-Durchbruch sozusagen, auch vielleicht wolltest du jetzt eher Guild Wars sagen, ich weiß es nicht. Wir haben auch die Plakate hier, die geilen. Das hat ja auch nochmal einen ganz anderen Aspekt reingebracht in die Rollenspieldefinition, ne? Weil du da auf einmal wieder dieses Soziale hattest, was ja auch Rollenspiele ursprünglich aus dem Pen-and-Paper-Bereich ausgemacht haben. Mhm. Weil es war ja nicht so spannend, okay, gibt ja auch Bücher, wo du selber Rollenspielen kannst, wo du ja dann sagst, gehst du nach links oder rechts? Wenn du nach links gehst, Blätter auf Seite 500. Das habe ich auch immer gern gespielt. Stanley Parable, ne? Aber so, normalerweise ist es schon so gewesen, oder ist es immer noch so, du sitzt mit einer Gruppe von Leuten da und ihr erlebt gemeinsam diese Abenteuer und das haben ja MMOs dann wieder möglich gemacht. Egal auf welche Art und Weise, aber es war eben Open World und du hast deine Charaktere, die du leveln kannst und hast aber dafür vielleicht nicht so die wichtigste Story, ne? World of Warcraft hat viel mit der Menschheit gemacht. Okay. Aber der Charakter hat dann eine Personality, eine künstliche Durchgestaltung und was weiß ich alles, was... Aber die basiert auf sozialen Ereignissen. Was ja eigentlich sogar noch... noch viel schöner ist. Noch viel geiler spielt ist. Spielt alle World of Warcraft. Nein, aber... ich würde mal behaupten, bei World of Warcraft spielen die Leute ja einfach sich selbst, ne, in den meisten Fällen. Leider ja, das ist das Problem, glaube ich. Weil sie denken, sie sind sie selbst und können nicht aufhören. Das ist meine Theorie, aber ich glaube, wir schweifen ab.
Ja, vielleicht. Wir haben eigentlich wieder eher den Bogen zurück zur RPG gefunden, ne? Ja, stimmt. Als hätte ich das geplant. Oh. Hat sich da jemand vorbereitet? Ja. Okay. Ja, letzten Endes, das finde ich irgendwie auch für uns interessant, weil wenn wir jetzt unsere Let's Plays und sowas machen, schreiben wir auch manchmal dazu, was ist das jetzt für ein Spiel und sowas. Ich habe mir echt gedacht, dass wir das einfach so hinlassen. Ich meine, es tut doch eh nichts zur Sache. Man guckt sich jedes Spiel, man muss sich ja mittlerweile eigentlich jedes Spiel einzeln angucken und sich überlegen, was ist das? Warum muss man unbedingt ein Genre draufklatschen? Man kann sagen, welche Spielmechanik es hat. Man kann sagen, ob es handlungslastig ist, ob es Choices und Consequences vielleicht gibt. Das kann man ja als Merkmale so Tickbox-mäßig daneben packen. Ja. Aber ob man dann am Ende denn den Oberbegriff findet, der genau das Richtige sagt, das ist das Spiel, ist doch eh unmöglich, oder? Der Oberbegriff, der ist dann wahrscheinlich irgendwie 20 Wörter lang, weil er irgendwie alles beinhaltet. Ja, genau, man müsste, ich meine, ab welchem Zeitpunkt hat ein Spiel so viel Action, dass es ein Action-Adventure ist, aber immer noch so wenig Action, dass es ein Action-RPG ist? Das ist, ich könnte das ehrlich gesagt nicht mehr, nachdem ich mir das jetzt auch nochmal so bewusst anguckt habe, auch sowas wie Diablo, ne? Klar, man kann sagen, es ist Hack and Slay oder du hast halt sowas wie Final Fantasy Tactics, wo es nur auf das Kampfsystem quasi ankommt. Adventure-RPG, und so, weißt du? Das kann einfach alles sein. Dungeon Simulator. Ja, so kann man es ja auch nennen, ne? Natürlich. Ja. Ja, es sind zu viele Nuancen, die da ineinander greifen. Ich denke mal, du würdest Diablo-Fans hart auf den Schlips treten, wenn du sagst, das ist kein RPG. Wie bitte? Ich habe das jetzt vor 20 Jahren gespielt und so weiter und so fort. Ja, und die flippen so toll darauf aus und der andere sagt, nein, wie gesagt, Sims ist mein RPG. Und ich baue meinen Charakter langsam auf, gebe ihm mein Leben, werde seine Kinder großziehen, deren Kinder großziehen, ein eigenes Haus bauen für die, eine eigene Stadt bauen für die. Und das macht Sims zu einem Simulator und nicht zu einem RPG. Aber ist der berühmte Schwebebahn-Simulator ein RPG? Denn du bist der... Also Philipp und ich haben das als RPG gespielt. Das kann ich dir sagen, du bist der Wuppertaler Schwebebahn-Mensch. Der Geist. Der Geist, ja genau. Der Geist, ja. Und du bist, ja genau, du hast eine Verantwortung, ne, aber auch zum Beispiel Euro Truck Simulator, ne? Genau, das ist klar. Oh. Was war das denn? Das war die Runde. Was ist mit diesem Tisch los? Jede Form von Simulator hat natürlich das Element, also hat Rollenspielelemente, wenn man das Wort Rollenspiel halt ganz wortwörtlich nimmt. Ne? Man schlüpft in die Rolle eines anderen. Und, aber ist das nicht bei jedem Spiel so? Das sagt er doch gerade. Ja, genau. Das ist ja das. Deswegen, wir hatten ja auch im Vorfeld drüber gesprochen, fand ich auch ein. Das hätte ich ursprünglich auch noch gern gefragt, so. Erklärt mir mal, warum Half-Life kein RPG ist. Ist es nicht. Ja, ne? Ich glaube, jeder hat seine eigenen Werte, die einen RPG ausmachen. Genau. Wie zum Beispiel Leveln oder Skillbaum und große, gigantische Story. Aber dann musste man auch westliche RPGs mit japanischen RPGs unterscheiden. Genau, und das ist eigentlich so das Entscheidende, glaube ich, dass man immer sich je nach Erwartungshaltung, die man an die Entwicklung des Spiels richtet, ändert man auch seine persönlichen Merkmale, was eine RPG ausmacht. Und weil wenn man jetzt die Merkmale von Final Fantasy auf Half-Life anwendet, könnte man sagen, Half-Life ist ein Rollenspiel. Weil man einer linearen Story folgt von einem Typen, dem man kann ihm keine eigene Persönlichkeit verleihen. Man läuft da durch die Welt, muss die Gegner besiegen und ist am Ende, wenn Half-Life 3 kommt. Du bist eine Rolle, aber es ist ja, du aber kannst ja nichts machen. Wieso? Genau, wie bei Final Fantasy. Das wollte ich damit sagen. Es ist trotzdem kein Rollenspiel, aber im Kontext JRPG sagen wir, das ist ein Rollenspiel. Aber weil wir halt wissen, das ist jetzt eben was anderes, obwohl es sich bis auf die Kameraperspektive eigentlich alle entscheidenden Elemente teilt mit Final Fantasy, sagen wir trotzdem nicht, dass es ein Rollenspiel ist. Ja, ne? Weil wir eben in dieser Erwartungshaltung drin stecken, was ja auch okay ist. Und weil es auch keine Definition gibt, an der man das festmachen könnte. Ja. Und deswegen ist der Vorschlag gar nicht mal schlecht. Also das will ich rauszulassen, weil ich meine, ich bin mir nicht ganz sicher, wird das immer gesagt, wir spielen jetzt dies und das, das ist ein RPG von dem aus dem Jahr. Automatisch, aber ob es stimmt. Und wir haben, glaube ich, wir schreiben es auch in dieses Description mit rein. Manchmal ja. Bin mir aber auch gerade nicht ganz sicher. Aber selbst wenn wir es nicht, also wenn wir es gemacht haben, machen wir es nicht mehr, würde ich sagen. Und wenn wir es oder man feuert den Kommentarbereich unten an. Das ist gut, ja. Dann, welche dann Genre spielen wir denn heute? Mit der heutigen Remaster-Sitzung. Genre Computerspiel, ja. Haben wir jetzt ja einen Schluss getroffen für die redaktionelle Strukturierung in den nächsten Wochen. Okay. Wir sagen nicht mehr Genres und Videos. Gut, danke. Ja, bitte. Ja, ich würde vorschlagen, wir sind damit durch. Oder habt ihr jetzt noch etwas, was ihr unbedingt loswerden wollt für den heutigen Tag?
No Man's Sky, das ist jetzt ein Shoutout an, an Hello Games, vor allem an Sean Murray. Das letzte Update mit den Autos, das war unnötig. Sorry, aber das, ich finde, ihr sollt jetzt an die Basics. Das macht es auch zu keinem RPG. Ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, Alex. Ja. Ich finde, das hat das ganze Spiel für mich nochmal umgekehrt. Ja, wenn man jetzt in einem anderen Fahrzeug sitzen kann, wow, ist das was anderes. Das ist so eine Vision zu haben. Ich möchte nur ein Viertel von Sean Murrays visionären Fähigkeiten haben. Du konntest ja mit den Flugzeugen ja nie tief fliegen. Du konntest nur so tief fliegen, wie hoch die Berge waren. Das stimmt, aber wenn du nicht auf dem PC warst, bis zum gewissen Grad. Ne? Ja. Ja, es gibt Mods, ja, aber die sind scheiße, weil du kannst nicht abstürzen. Alex, spielst du es noch? So. Ich würde sagen, das ist ein wunderbares Schlusswort. Ja. Ich danke euch fürs hier sein. Vielleicht sehen wir uns in der nächsten Woche schon wieder. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Ich hab Bock. Thema? Schreibt's in die Comments. Oh Gott. Kann einer von euch was in die Comments schreiben? Können wir mal versuchen, ne? Okay. Ich überlege mir was. Alles klar. Remastered Ahoy, wir sind wieder zurück. Morgen gibt's Let's Play. Mach's gut. Ciao.